Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Karte von Thüringen. Wir bereiten jetzt das Feld vor für die Aussaat und wir werden mit der Aussaat beginnen. Das heißt, zuerst werden wir Fahrzeug Nummer 1 hinstellen, entsprechend das berechnen lassen. Wir fahren ihn mal ein bisschen vor, so dass ungefähr 4 Längen hinter ihm noch Platz ist. So. Jetzt werden wir als erstes umstellen auf Soja. Hat auch schon vorbei. Das wird näher nicht vergessen. So, ja. Kurze Kontrolle, Mission. Feld 13. Sehen von Sojawohn. 106 Hektar. Eine Hausnummer. So, 106. Gut. Kurs berechnen für also immer Feld, also Arbeitmodus für Düngen und Sehen. Kursgenerierung 4 Fahrzeuge 15 Meter. Vorgabe machen wir 1, da 4 Fahrzeuge fahren. Was heißt insgesamt sind 4 Vorgewände? Wir fahren im Uhrzeigersinn. Uhrzeigersinn. Wir werden euch weich fahren, das geht am besten. Lieber noch vorher Feld anklicken. So. Brauche ein bisschen dafür. Das passt, das müsste eigentlich gut klappen. Zurück. Das ist das Fahrzeug ganz links. Also zwei links. Der wäre jetzt praktisch fertig. Ersten Wegpunkt. Dann nehmen wir jetzt den zweiten Traktor. Dauert ein bisschen laufen. Man kann auch verschiedene Traktoren nehmen, das ist wohl egal. Nur sollten die Arbeitsgeräte gleich breit sein. Den fahren wir kurz dahinter. So, dass noch genug Platz ist, dass der andere ausklappen kann. Dann werden wir hier Kurs kopieren. Müsste ja leider der sein. Entfernung 1 Meter kommt hin. Kopieren wir. Dann ist der 1 links. Grunde. Auch ersten Wegpunkt und was wichtig ist, Düngefunktion ist deaktiviert, da wir eine Mission machen und Fahrzeugverband aktiviert muss sein. Sonst, wenn der erste anhält und um die Kurve ein bisschen länger braucht, dann ist das schlecht. Wegen er wird über den Haufen fahren, wenn sie. So, die ersten beiden Fahrzeuge sind fertig. Den starten wir noch nicht, weil dann müssen die nächsten beiden in Position gebracht werden. So, den fahren wir auch mal gleich. Bisschen dichter ran. Man könnte eigentlich sagen, okay, der erste wird ein bisschen weiterfahren. Aber in dem Fall ist das auch ganz gut so, das kann so bleiben. Erstmal werden wir hier Kurs kopieren. Ja. Dann stellen wir ein. 1 rechts. Verband aktiviert. Düngefunktion deaktiviert. Im Grunde ist das, man könnte auch mit Düngen machen, aber bei Missionen ist es ja im Grunde nicht notwendig. Denn dafür werden wir nicht bezahlt. So, hier das gleiche in Grün, die werden ebenfalls Kurs kopieren. Zwei rechts, das passt. Das muss deaktiviert sein.
Verbrannt aktiviert. Und ersten Wegpunkt. Jetzt können wir vorne starten. Es ist im Grunde immer sehr wichtig, dass die Fahrzeuge zeitnah gleich losfahren. Weil wenn einer zu viel Vorsprung hat, kann es sein, dass er sich irgendwann den anderen überholt, den vierten. Das ist dann ungünstig, weil den erkennt er nämlich nicht. So, dann müssen wir gleich losdüsen noch. Ölrettig ist falsch. Einstellen. Also die Saat muss schon so im Boden sein. Sonst haben wir ein Problem. Dann kriegen wir die Mission nicht bezahlt. Das wäre ja immer schade, ne? Da müssen wir gleich kontrollieren und den nächsten auch entsprechend. Hier ist Mais. Das wäre für den totaler Einfall. So, nur mal ganz kurz gucken. Oben kann man mal Kontrolle machen. Alle vier soll ja wohnen. Das ist der Inspektorort, der uns die Sache überwacht. So, jetzt steht Zeit. Mal gucken, was er für einen Kurs braucht. Eine Stunde 15. Wenn jetzt nur ein Fahrzeug wäre, wäre es total eine Katastrophe, ne? Dann wäre das über Tag beschäftigt. Die Felder sehen auf der Karte relativ klein aus. Aber das ist doch schon ziemlich groß. Wenn man so guckt, das ist mit einer der größten Felder, die wir hier haben. Das kann man hier noch ein bisschen besser erkennen. Und die fahren jetzt im Prinzip viermal, also einmal komplett rum. Dann haben wir doch schon ein ziemlich breites Vorgewende, weil das zählt ja als Ganzes, und dann nachher geht es noch hoch und runter. Sollte dann ziemlich gehen. Hauptsache die Saatgut reicht. Sollte reichen. So, jetzt gehen wir auf Düngemission. Also das heißt, der Kalk ist noch nicht weg, also wird hier mit Düngen nicht gehen. Also, Düngemission. 47, das gibt Bisi an. Ist gleich da vorne, wo nicht grün ist. Also neben 48. Da muss ich noch viel tun mit Kursdreif, dass die Felder angeschlossen werden, dass die Straßen entsprechend Kurse lang führen, und dann kann man die Fahrzeuge voll machen oder beziehungsweise mit voll machen gleich zum Feld fahren lassen. Ist das die 47? Ne, das ist jetzt die 48, und nach der 48 kommt die 47. Düngen geht relativ zügig, da reicht ein Fahrzeug aus. Wir müssen ja irgendwie die Zeit überbrücken, bis wir unsere eigenen Felder wieder was machen können. Das ist heute noch nicht der Fall. Wie gesagt, Düngen geht erst, wenn der Kalk entsprechend
So. Die Wachstum durch ist und dann gerade weg wäre. So, 47. Frage, haben wir 2. Kurz generieren. Dann muss er rechnen. Und einstellen. Jetzt klappt er aus, ne? Und kann loslegen. Jetzt gehen wir zum nächsten Scheuer. Hier wollen wir mal gucken, ob das auch schon dünn geht. Das heißt, wenn es geht, dann färbt es sich dunkel. Und auf der Karte ist es entsprechend zu sehen. Dann würden wir erst unsere eigenen Felder fertig machen. Und das sieht so aus, wenn es geht. Können wir kurz Kontrolle machen. Und zwar 12. Ein bisschen zu wenig gefahren. Aber das sieht so aus, ne? Ja, das geht. Gut, dann werden wir den mal gleich mal starten. Also im Prinzip Kursgenerierung. 12, 2, da muss er wieder rechnen, ne? Zurück, so, einstellen. Den Kurs speichern wir nicht, das ist, da haben wir da so viel Liste nachher. Ich mache da mit der Ordnung hier nicht so, so genau mit Speicher, mit Ordner und so. Obwohl, den könnte man nicht speichern, aber gut, was soll's. Andermal vielleicht. So, jetzt haben wir die Mission auch erledigt. So, es gibt die Kühe ein bisschen Futter. Was haben die gerade gekriegt? Tahmu. Ich wollte ein bisschen putzen. Hauptsache die Mistgabel geht dafür auch. Und da müssen wir die Fahrzeuge ein bisschen wegfahren. So. Das ist eigentlich eine Mistgabel. Aber jetzt kommt die Fehlermeldung nicht mehr mit. Der Misthaufen ist voll. Wer weiß, was los war. Bisschen putzen. Mal sehen, ob das überhaupt funktioniert. Mit der Gabel. So, mit dich daran. Das ist nämlich eine Mistgabel. Das heißt, es könnte sein, dass es nicht funktioniert. Mit Putzen. Ah doch. Gut, das wollte ich ja mal. Ja gut, das war ja nicht so sinnvoll, ne? der war hier für Stroh. Oder habe ich hier auch Mist drin gehabt? Mist wurde. Dann laden wir den Mist wieder auf.
kann auch die Silage auf Dings abgehen. Beim Mischwaldwerk. Ist ja ganz leer. Gut, so jetzt Futter noch geben. Putz haben wir jetzt. Dann fahren wir hier mal eine Ecke rein hier. Ist ja genau die richtige Größe. Ausmachen auch noch. So. Schauen wir mal den Punkt finden wir zum. Für den Futter. Ups, die Ecke. Das ist die neue Release-Version. Blocking. Wieso fährt er auf meinen Acker? Ich will keinen Sojabohnen haben. Das war nicht so vorgesehen. So, war das der erste Fahrzeug oder zweite Fahrzeug? Muss man bald die Träger mit Nummern kriegen. Ah. Ungünstig. Und ärgerlich. Das ist hier 1, 2, 3. Die erste ist nicht. Das tja, muss der Fehler gewesen sein. Nur mal ganz kurz gucken. Wo das ist. Wenn es der vierte war, dann ist nicht ganz so tragisch. Dunkel. Weil normalerweise müsste das sein. Wie gesagt, ein bisschen was fehlt, das macht nichts. Aber ich hatte mal das Dunkel. Na gut. Gut, damit 18 km/h, das passt. Wir fahren mal noch mit bis zur Ecke. Da vorne, wie er sich da hat. Normalerweise, wenn er weich ist,
Dann geht es relativ zügig. Aber mal schauen. Oder habe ich scharf eingestellt? Da fahren die anderen. Haben die Verkehrsinseln. Also meistens ist keine Kollision drin. Meistens. Auf der Wiese war aber keine Kollision bei den Masten. Dann geht's durch. Wie gesagt, zur Ecke wollen wir mitgehen. Und dann schauen wir weiter. Normalerweise fährt er gleich rund. Ja, die fahren alle rund. Ja, die Masten, da geht durch. Sonst. Wieso fährt er so kompliziert? Schon eine komische Art Wendung zu machen, ne? So, liebe Schauer, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und wie geht's. Ciao, ciao. Oder sehen wir uns mal wieder. Ciao, tschüss.